für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen – dieses Bild der drei Affen kennen Sie sicher alle. Und dieses Bild der drei Affen hat über Jahre leider die Zustände in der Prostitution beschrieben. Denn wir sehen sie ja nicht in unserem Alltag, die vielen jungen Frauen aus Osteuropa, die hierher kommen, entweder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder als Opfer von Menschenhändlern oder auch, weil sie geschickt werden, um im Heimatland ihre Familie zu ernähren. Sie verkaufen hier ihren Körper an Männer, die sie nicht kennen. Sie sind das Opfer von Zuhältern, denen sie nicht nur ihren Pass geben und ihr Geld, sondern wo sie auch ihre sexuelle Selbstbestimmung, ihre Würde, ihre Menschenwürde abgeben. Sie erfahren, wir erfahren immer nur am Rande davon, dass die Zustände immer schlimmer werden, dass diese Frauen immer jünger werden, dass sie immer unerfahrener hierher kommen, ohne Sprachkenntnisse, und dass gleichzeitig das, was von ihnen verlangt wird, immer extremer wird. Geschlechtsverkehr ohne Kondom, Gangbang, Sexualpraktiken mit Fäkalien, Sex in der Schwangerschaft bis kurz vor der Entbindung, Gewalt. Die Zustände im Milieu sind furchtbar. Und das Schlimmste daran ist, dass sich viele hier eine goldene Nase verdienen, eben mit diesen Frauen, die das Ganze ganz und gar nicht freiwillig machen. Und all diesen Zuständen gegenüber gab es jahrelang in unserem Land eine unglaubliche Ignoranz gegenüber, von der Gesellschaft, von Medien und auch von der Politik. Das Prostitutionsgesetz von 2001 hat all das möglich gemacht. Die EU-Osterweiterung hat für das nötige Angebot an Frauen gesorgt und die viel strengeren Gesetze in unseren Nachbarländern für die nötige Nachfrage von Freiern. Und erst seit einigen Jahren wird hingeschaut und mit Vehemenz darauf hingewiesen, dass da einiges schiefläuft in unserem Land. Und deshalb will ich an dieser Stelle gerne allen danken, die sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt haben, dass wir endlich hinschauen. Die Hilfsorganisationen, die Polizei, engagierte Polizisten, engagierte Ordnungsbehörden, Länder, Kommunen, Journalisten, die aufgeschrien haben und gesagt haben, das kann nicht so weitergehen, wir sind das Bordell Europas, das darf nicht sein, wir müssen endlich etwas dagegen tun. Und heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, tun wir was dagegen. Mit dem Prostituiertenschutzgesetz geben wir endlich Ländern, Kommunen, Ordnungsbehörden, auch der Justiz die Instrumente, die sie an die Hand, die sie brauchen, um etwas dagegen zu tun. Und die zentralen Instrumente sind zum einen die Anmeldepflicht für die Prostituierten und zum zweiten die Erlaubnispflicht für die Bordellbetreiber. Mit der Anmeldepflicht erreichen wir etwas ganz Wichtiges. Und Frau Möhring, es ist total schade und irgendwie auch schlimm, dass Sie immer noch nicht den Sinn dahinter verstanden haben. Wir sorgen mit der Anmeldepflicht dafür, dass die einzelne Frau nicht weiter in der anonymen Masse untergeht. In der Anhörung wurde das so formuliert: Ohne Anmeldung gibt es sie nicht, diese Frauen. Man vermisst sie nicht. Sie sind die perfekte Beute der Menschenhändler. So wurde es in der Anhörung formuliert. Das darf nicht sein. Und deshalb schaffen wir eine Anmeldung, die diesen Frauen erstmals den Kontakt außerhalb des Milieus ermöglicht. Es ist zum ersten Mal die Möglichkeit, dass sie aufgeklärt werden über ihre Rechte, aufgeklärt werden über Beratungsangebote, die es in unserem Land gibt, auch über unser Gesundheitssystem, über ihre eigene Gesundheit, über Präventions- und Schutzmöglichkeiten. Und diese Beratung, das stärkt doch die Frauen. Das gibt ihnen die Chance auf Information, das gibt ihnen die Chance auf Hilfe und die Chance auf Kontakt außerhalb des Milieus. Und das ist eine Riesenchance für diese Frauen, und für die Zuhälter und für die Menschenhändler ist es das klare Signal. Der Staat schaut hin. Uns ist es nicht egal, ob hier massenweise junge Frauen ausgebeutet werden, sich hier aufhalten, ohne ihre Rechte zu können. Der Staat schaut hin, und mit der Anmeldepflicht haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, zu jeder einzelnen diesen Frauen Kontakt aufzunehmen und sie eben ins Hellfeld zu holen und ihnen diese Beratung auch tatsächlich zu geben. Und deshalb habe ich auch kein Verständnis dafür,
dass Sie sagen, auf diesen Schutz können wir verzichten, weil es eine Handvoll Sexarbeiterinnen in unserem Land gibt, denen das alles zu viel ist. Denen das zu viel ist, aufs Amt zu gehen und sich anzumelden. Diejenige, die aus freien Stücken der Prostitution nachgeht, die kann das weiterhin tun. Sie muss sich eben nur anmelden. Und sie kann dann auch noch mit einem Aliasnamen agieren. Sie muss noch nicht mal ihre Identität gegenüber Polizisten und Kontrollbehörden offenbaren. Da haben wir wirklich auf Datenschutz geachtet. Die vielen Chancen, die sich ergeben für die Zwangsprostituierten, gehen einher mit einem Schutz derjenigen, die das selbstbewusst tun. Und deshalb ist das genau das richtige Instrument. Und das zweite Instrument neben der Anmeldung ist die Erlaubnispflicht. Dass jede Pommesbude besser kontrolliert wird als ein Bordell, das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort. Es beschreibt aber eben ganz gut, wie die Situation heute ist. Und wir werden jetzt Standards schaffen, Mindeststandards, was die Hygiene angeht, was Schutzstandards in Bordellen angeht. Wir lassen es nicht mehr zu, dass jeder, der einschlägig vorbestraft ist, ein Bordell eröffnen kann und dann noch mit dem Körper von Frauen sich eine goldene Nase verdienen kann. Es wird in Zukunft eine Zuverlässigkeitsprüfung für Bordellbetreiber geben und wir geben auch die Möglichkeit, mit harten Strafen, mit Ordnungswidrigkeiten und auch mit der Möglichkeit, den ein oder anderen Laden, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden, noch mal dicht zu machen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, wer in seinen Etablissements Frauen ausbeutet oder sich nicht an die Regularien hält, der muss die Konsequenzen tragen, mit harten Strafen und mit dem Entzug der Erlaubnis, und nur das funktioniert. Mit den Regeln, die wir heute verabschieden, bieten wir einen besseren Schutz für die vielen, vielen Zwangsprostituierten. Und wir schaffen für Länder, Kommunen, Ordnungsbehörden die Instrumente, die sie brauchen, um tatsächlich hinzuschauen, damit es nicht nach dem Prinzip der drei Affen geht, nicht hinzuschauen, nicht hinzuhören und nicht zu sagen. Ab heute können wir wirklich handeln vor Ort zum Schutz von vielen, vielen Frauen in unserem Land. Und deshalb danke ich Ihnen ganz herzlich und hoffe, dass wir das Gesetz heute in großer Übereinstimmung beschließen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Ulrich.